Und wir sind da, wo die Entscheidungen fallen. Ein sehr, sehr ernstzunehmender Journalismus, der Spaß macht und hoffentlich den Zuschauern auch. Unterhaltung, aber eben auch die gewisse Ernsthaftigkeit, denn ich meine, so ist ja auch unser Leben. Ich bin Reporter hier beim Morgenmagazin und ich nehme Sie mit auf eine Tour hinter die Kulissen, wo viele Kollegen rund um die Uhr an der Sendung arbeiten. Etwa 80 Redakteure arbeiten spezialisiert in 4 Ressorts für Politik, Kultur, Wirtschaft und Sport. Dass der so ausrastet in der Pressekonferenz, da hat Van Raal aber gut reagiert. Das Herz unserer Redaktion ist die Planung. Hier laufen die Drähte aus aller Welt zusammen. Hier entstehen 3,5 Stunden Live-Sendung am Reißbrett. Ach, Merkel kommt jetzt. Okay. Dabei kann das Morgenmagazin auf die Kraft des gesamten ZDF zurückgreifen. Mit seinen Landes- und Außenstudios, weltweit und mit sämtlichen Produktionsmitteln. Wir bräuchten dringend eine SNG für morgen früh. Um 10 Uhr morgens ist Familientreffen. Überschrift: entspannt bleiben. Der Tag wird hier noch lang genug. Ein ganz toller Beitrag von Frau Hübsch. Unglaublich. Habt ihr das alle gehört? Das Morgenmagazingesetz lautet: der Nachrichtentag beginnt fröhlich und immer am Morgen vorher. In der Frühkonferenz kommt auf den Plan, was am nächsten Morgen die Agenda bestimmt. Schauen wir auf den morgigen Tag. Dann schalten wir auf jeden Fall, das ist die Absprache, um 6, 7 und 8 und haben auch im Top-Thema einen Seelsorger zu dem Thema. Das Morgenmagazin sendet aus dem ZDF-Hauptstadtstudio im Herzen von Berlin-Mitte. Rund 450 Mitarbeiter berichten von hier für alle Nachrichten- und Magazinprogramme des ZDF. Der Standort Berlin ist für die politische Berichterstattung ein Vorteil. Informationen aus erster Hand, kurze Wege und eine Couch für die Entscheider. Die Politiker kommen wirklich gerne in die Sendung, nicht weil sie hier unkritisch befragt werden, sondern weil sie hier harte Interviews zwar über sich ergehen lassen müssen, aber auch Themen und Agenda setzen können, das heißt den Tag bestimmen können. Inzwischen ist es 13 Uhr. Dreh in einem Tonstudio. 2 Jazzmusiker sollen die politische Lage musikalisch interpretieren. Im Zweifel kreativer. Das ist der typische MoMA-Blick. Die Wahrheit ist ja, dass man gar nicht wahnsinnig früh aufstehen muss als Reporter, sondern dass man lange wach ist. Also, dass man irgendwann mittags in die Redaktion kommt, seinen Auftrag kriegt, seinen Beitrag macht und dass man dann halt, wann immer der irgendwann fertig ist, ins Bett geht. Wie spät war das so? Irgendwas zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens. Die Redakteure arbeiten eng mit den technischen Gewerken zusammen, die alle 8 Sendungen unterstützen, die regelmäßig im ZDF-Hauptstadtstudio produziert werden. Fernsehen ist Bildarbeit. Das Programmarchiv beherbergt alle Bilder, die das ZDF seit seiner Gründung 1963 gedreht hat. Ein riesiger Schatz, inzwischen fast völlig digital erfasst. So, 11 Stunden haben wir gemacht. So sieht übrigens so ein Abendessen vom Reporter aus, wenn man eine halbe Stunde zwischendurch kurz Zeit hat. Und gleich geht's in Schnitt, dann geht's los. Die Nacht beginnt in der Stadt, die niemals schläft. Während um das Hauptstadtstudio herum das Nachtleben pulsiert, schiebt der Abendredakteur Wache. In diesen Stunden entsteht schließlich der Ablaufplan für die Sendung. Fast 2 Dutzend Beiträge, Schaltgespräche und Studiointerviews werden ins Sendeschema eingearbeitet. Fernsehen ist extremes Teamwork. Fast 1 Dutzend Kollegen sind involviert, um einen Beitrag von Anfang bis Ende herzustellen. Ach, ihr schon wieder? Aus Drehmaterial und Archivbildern schneidet die Cutterin schließlich den Beitrag. Das wird ein Porträt über den Bundespräsidenten AD, Richard von Weizsäcker. Denn morgen früh wird der Bundespräsident AD zu Gast sein bei uns im Morgenmagazin im Studio und alle sind schon ganz aufgeregt. Du bist ein ganz bisschen dicht vom Mikrofon. Gehst ein Stück nach hinten? Am Ende des Arbeitstages nochmal alle Energie zusammennehmen, den Text aufs Bild sprechen und die Arbeit der Tagescrew ist in diesem Augenblick beendet. 1.47 Uhr und das Stück ist fertig. Gute Nacht. In diesem Moment geht der Staffelstab an die Nachtcrew, die Sendung fahren wird. Guten Morgen, Kinders. Kann man eigentlich um 3 Uhr morgens schon denken, Anja? Nein. Ja, zuerst so, Anja. Wieso? Das baut mich auf. Das ist so ein bisschen der totale Wahnsinn eigentlich, mitten in der Nacht. Man ist so für sich
Also wir sind hier auch, das finde ich ganz, ganz faszinierend, eine sehr, sehr eingeschworene Gemeinde. Das der Kuschelfaktor ist sehr hoch. Wir gehen alle sehr lieb miteinander um. Es gibt viel Schokolade, viel Kaffee. Das ist also auf jeden Fall eine Ausnahmesituation und ich als Morgenmuffel tue mich da echt manchmal ein bisschen schwer. Morgens um 4 Uhr ist die stillste Stunde von Berlin. Doch hinter den Kulissen wird's plötzlich hektisch. Ben Wettervogel zaubert die Prognose für den Tag aus dem Rechner. Frühmoderatorin Anja Heide hat in der Maske gerade noch Zeit für die ersten Zeitungen. Unser Nachtreporter verwandelt frische Agenturbilder in aktuelle Kurzberichte und der Grafiker gestaltet die letzten Hintergrundbilder für die Moderationen. Im Studio 1 haben sich alle Kameramänner, Kabelhilfen und Licht- und Tontechniker in Stellung gebracht, damit pünktlich um 5.29 Uhr in ganz Deutschland dieser Morgengruß erklingt. Das ZDF-Morgenmagazin live aus Berlin. Mit Anja Heide, mit Patricia Schäfer und Cerno Jobatay. Mit Dunja Hayali und Wolf Schmiese. Schönen guten Morgen von uns beiden. Also, ich bin natürlich befangen, aber ich persönlich finde es die beste Nachrichtensendung der Welt. Ich bin stolz darauf und freue mich darauf, dass ich da mitmachen darf. Dass es wirklich eine schöne Form der Doppelmoderation ist, dass so viel Spielfläche ist auch, wo was passieren kann. Dass wir das zeigen können, was auch bei Ereignissen, die live übertragen wurden, danach passierte. Das macht es jeden Tag aufs Neue so spannend, weil die dem Zuschauer am nächsten Morgen noch was Neues geben können. Aufregung hinter den Kulissen. Der Altbundespräsident besucht das MoMA-Café. Hier finden alle ihren Platz mitten im Leben, vom Bundespräsidenten bis zum Klimaexperten. Die Moderatoren kündigen die Beiträge an, die am Tag zuvor und bis in die Morgenstunden hinein gefertigt worden sind. Endlich geht das Stück von Christiane Hübscher über die politische Laufbahn von Richard von Weizsäcker auf den Sender. Später auch der Beitrag mit den beiden Jazzmusikern. Ich finde das Morgenmagazin deswegen gut, weil es im Grunde eine elektronische Zeitung ist. Es ist ein Magazin, es ist bunt, es hat sozusagen alle Teile. Es ist jeden Morgen eine Wundertüte, man weiß nicht, was ist drin. Das Spektrum reicht von Politik bis zum Wetter. Von den News im Netz bis zur Sportberichterstattung mit den Geschichten hinter den Ergebnissen und live vor Ort. Wir bleiben ganz entspannt und gucken schon mal aufs Bundesliga-Wochenende im Sportkompakt. Weil Kultur in Deutschland nirgends so intensiv gelebt wird wie in Berlin, laden wir die Kultur einfach in unsere Sendung ein. Im ZDF-Café präsentiert Peter Tvihaus die besten Filme, treffen die Besucher Schauspieler, Entertainer und Chartbreaker zum Frühstück. Für ihre Rundfunkgebühr sorgen hunderte Mitarbeiter rund um die Uhr dafür, dass sie bei uns das Wichtigste aus Politik und Wirtschaft erfahren, das Neueste vom Wetter, das Beste vom Service und natürlich das Spannendste aus Sport, Kultur und Boulevard. Das alles in Deutschlands Infomagazin Nummer 1 am Morgen, dem ZDF-Morgenmagazin, live aus Berlin. Es ist 9 Uhr und die Sendung ist vorbei. Einige gehen jetzt schlafen, andere wachen gerade auf und wieder andere nehmen schon die ersten Anrufe in der Planungsredaktion entgegen. Ein neuer Nachrichtentag beginnt, ein neues Morgenmagazin entsteht, von uns hier aus Berlin, für Sie zu Hause.